Ja, fast schon Mahlzeit, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV am 14. April hier. Und heute wollen wir uns wieder mal dem DAX zuwenden, bevor wir dann einen Titel besprechen, der hier aus dem DAX herrührt, nämlich die Henkel-Aktie gemäß Headline. Haben Sie das sicherlich schon lokalisiert? Aber wir schauen jetzt mal auf den DAX. Was treibt der nämlich hier? Und dazu beginnen wir wie zumeist im Stundenchart-Intervall. Und wir sehen den DAX heute leicht schwächer auf der Brust, keine Frage. Der kommt heute ein Stück weit zurück. Die mögliche Fortsetzung der Erholungsbewegung hier oberhalb des Unterstützungsbereichs um 12.335 Punkten glückte nicht. Aber was sehr, sehr interessant ist, im Zuge der heutigen Hochs vom Morgen, vom Auftakt, haben wir dieses Level eben exakt als Widerstand jetzt nunmehr definiert. Und das ist Charttechnik schon in schöner Glanzleistung. Weniger, dass wir gestern hier durchgefallen sind. Die Schwäche setzte sich eben nun mal durch. Es folgten Rücksetzer. Und dieser blaue skizzierte Fall ist im Prinzip vergleichbar für heute im Sinne dessen, dass es eben hier den Durchbruch unter 12.235 Punkten gab. Wenngleich wir, und das sehen wir aktuell, uns hier beim DAX jetzt an dieser kurzfristigen Aufwärtstrendlinie hier schon möglicherweise erholen. Sehr, sehr interessant. Ich werde die blaue Linie mal hier so ein Stück weiter, wird es deutlicher in den Chart bringen. Sieht wie gesagt sehr, sehr interessant aus und der DAX könnte jetzt schon im Prinzip seine ja, Abwärtsbewegung für heute vollzogen haben und es könnte weiter raufgehen. Doch hier zurück jetzt zu diesem Widerstandslevel. Nämlich, ich habe es gerade rot gefärbt, das ist jetzt der entscheidende Punkt für weiter anziehende Preise. 12.335 Punkten. Das kann man sich auf der Uhr schon mal notieren, denn wenn der DAX hierüber rauszieht, dann haben wir auch eine gute Chance, diesen kurzfristigen Abwärtstrend, dieses sich ausdehnenden Dreiecks hier zu durchbrechen. Und wenn das gelingt, dann hat der DAX hier mit Sicherheit Potenzial, ein neues Allzeithoch zu generieren. Diese Chancen muss man definitiv dem DAX unterstellen, denn übergeordnet und auch saisonal, ich kann mich hier gerne wiederholen, ist der Markt hier klar bullisch zu sehen. Und jetzt mit dieser Punktlandung hier im Sinne dieser Aufwärtstrendlinie hat sich ja letztlich dieser Aufwärtsimpuls hier jetzt bestätigt. Und jetzt bedarf es eben definitiv einer zwingenden weiteren Performance, um hier nicht doch noch Schiffbruch zu erleiden. Das werden wir jetzt mal im weiteren Handelsverlauf beobachten. Gegebenenfalls schalten wir uns auch am Nachmittag nochmal drauf, um eben hier zu eruieren, ob der DAX jetzt hier tatsächlich die Kraft hat, von diesem Level aus anzusteigen. Das Setup der Bias bleibt unverändert bullisch. Daran ändert sich bis auf Weiteres nichts, es sei denn, der Index durchbricht hier das heutige Tagestief und insbesondere den Wochenpivotpunkt. Wie gestern auch schon erwähnt, der liegt ja hier bei 12.221 Punkten roundabout. Wenn wir dieses Level unterschreiten sollten, per Stunde auch schon, möglicherweise dann auch per Daily Close, dann ist hier diese Aufwärtstrendlinie, da gehe ich nochmal ein Stück weit raus, damit man die noch besser sieht, erstmal hier akut in Gefahr. So, Sie sehen, die hat schon ihre Relevanz, ja, von Ende März herrührend. Also wenn wir unterhalb des Wochenpivotpunkts rausgehen, dann haben wir hier die Gefahr, dass dieses Level eben unterschritten wird und das könnte dann hier relativ zügig zu weiteren Verlusten führen. Ob das so weit kommt, ich kann es mir aktuell nicht vorstellen, doch man soll ja bekanntlich niemals nie sagen. Deswegen geben Sie Obacht, wenn der DAX hier die heutige Aufwärtstrendlinie durchbricht, Schrägstrich 12.221 per Stunde, Schrägstrich Tag, dann sieht es so aus, als würden wir hier weiter fallen können. Aber vergessen Sie nicht, morgen ist EZB-Event, nicht am Donnerstag, sondern am Mittwoch schon. Da werden wir auch uns gern oder nicht gern, sondern auch mit absoluter Sicherheit hier in Sachen EZB Trade Event wieder beim Euro-US-Dollar zur Schau stellen. Beziehungsweise werden hier auch mal sehen, wie dann die Bewegungen beim DAX und Euro-US-Dollar zum konkreten Zeitpunkt ausfallen werden. Schlussendlich kann man jetzt sagen, der DAX hat hier gute Chancen, sich jetzt vom Tagestief zu erholen. Wäre denkbar möglich, dass wir jetzt hier seitwärts oszillieren, um dann praktisch morgen während des Handelsverlaufs hier eine Entscheidung herbeizuführen. Wenngleich diese Aufwärtstrendlinie, Sie sehen es hier unten in der Zeitskala, oder sehen es möglicherweise auch nicht, weil das Bild gar nicht weit genug reicht. Das wäre hier morgen 9 Uhr, wo ich jetzt gerade mit meinem Cursor bin. Das heißt, bis dorthin sollte der DAX auf jeden Fall ausgebrochen sein aus dieser oberen deckelnden Trendlinie oder unter dieser Aufwärtstrendlinie, die hier schon längerfristiger Natur ist. Grundsätzlich bleibt aber meines Erachtens der Bias positiv. Und wenn die EZB hier weiter Treibstoff liefert im Sinne einer Bestätigung oder dergleichen, dann kann es hier beim DAX sicherlich auch weiter hinaufgehen. Gut, DAX, wie gesagt, die Marken sind ja sehr, sehr schön zu definieren. Mehr gibt es da eigentlich jetzt aktuell nicht zu sagen. Im Tagesschart hat sich da auch wenig getan, wenngleich wir hier gerne noch mal kurz drauf schauen, uns jetzt hier in diesem gestrigen Hoch und dieser großen Trendkanallinie, ja, dieses breiten Aufwärtstrendkanals aus Oktober letzten Jahres,
Ja, da arbeiten wir uns wieder ein Stück weit runter. Wichtig hier, 12.221 passt auch hier mit zu diesem Level dieses früheren Allzeithochs. Da ziehe ich jetzt direkt mal eine grüne Linie rein. Da sollten wir uns schon drüber behaupten können, um hier den positiven Bias weiter aufrechtzuerhalten. Geht es darunter, wird es doch schon ein bisschen enger. Wollen wir nicht annehmen, wollen wir nicht hoffen, aber kann alles passieren. Die Märkte sind dann natürlich immer wieder für Überraschungen gut. Schauen wir uns jetzt nochmal ganz kurz die Henkel-Aktie an. Ich deutete das ja schon an. Die Henkel-Aktie war heute im Verlust. Der informierte Anleger weiß, dass die Aktie, hier gehen wir mal in den Stundenchart, so, Stundenchart, da haben wir es, so, dass die Aktie gestern Zahlen gemeldet hat. Und was passiert nach Zahlen? Einen Tag später wird die Aktie zumeist Ex-Dividende gehandelt. Die Ausschüttung betrug, gibt ja dann noch Stammaktien und Vorzugsaktien, jeweils 1,29 als Stamm und als Vorzugsaktie 1,31 Dividende. Und da werden diese Aktien natürlich mit diesem Abschlag versehen. Dennoch, die Zahlen waren grundsätzlich gut. Ja, was hier erreicht wurde, Umsatzwachstum und dergleichen, war alles eine ganz, ganz spannende Sache. Die Anleger haben dennoch Gewinnmitnahmen mitgenommen und heute Ex-Dividende sehen wir auch den Abschlag, der sich aber eben aufgrund der Dividenden, des Dividendenabschlags herrührt. Deswegen wollen wir den Stundenchart jetzt gar nicht mehr zu sehr beanspruchen, sondern vielmehr mal einen Blick in den Tageschart werfen. Jetzt muss ich direkt hier nochmal den Zeitraum ein Stück skalieren. So, und da sehen wir, dass die Henkel, ja, eine ganz, ganz saubere, nach dem Ausverkauf vom Oktober, einen ganz, ganz sauberen Aufwärtstrend etabliert hat, der hier absolut intakt ist. Und wenn wir hier sehen, selbst diese Aufwärtstrendlinie, ja, die ist hier wunderschön intakt. Das heißt, die Henkel-Aktie dürfte nach der laufenden Konsolidierung mit Sicherheit hier weiter ansteigen. Wir haben hier einen sehr, sehr sauber etablierten Aufwärtstrendkanal, der sich ja sehr, sehr schön skizzieren lässt und insofern die Henkel-Aktie im Prinzip mit der heutigen Schwäche, wenn Sie die Dividende nicht schon eingesammelt haben, dann sicherlich in den nächsten Tagen hier ein Buy. Also sollte es nochmal zu leichten Rücksetzern kommen, haben wir hier im Bereich 111,30, 111,25 einen Support, einen Kreuzsupport. Knapp drunter ist auch der EMA 20 bei 110,54 aktuell. Definitiv hier ein Bereich, bei dem man aufpassen sollte. Die Henkel-Aktie dürfte hier wieder abprallen, sofern denn das Trendmomentum sich noch weiter oben ausbauen will. Und insofern Obacht geben, hier könnte sich in Kürze eine schöne Kaufchance etablieren. Und jetzt schauen wir zu guter Letzt nochmal auf den ganz großen Chart bis ins Jahr 99 zurück. Da sehen wir, wie die Henkel-Aktie ohnehin seit 2009 die Finanzmarktkrise relativ gut verdaut. Ja, gute 50% Abschlag hier von 40 bis 20 Euro, gar keine Frage. Aber schauen Sie sich mal an, was dann mit dieser Aktie passiert ist. Von 20 Euro bis jetzt hier unlängst knapp 115 Euro hochgeschossen und der Weg scheint noch nicht beendet. Tatsache ist aber, wenn wir uns die Charts anschauen, die werden alle immer steiler und steiler. Und das ist natürlich eine Geschichte, wo man sagen muss, wie lange geht das noch gut? Grundsätzlich, solange die Bullen den Markt reiten, solange es hier keine großen Umkehrsignale von fundamentaler Seite gibt, darf man sich auch keine Sorgen machen. Aber es wird sicherlich früher oder später mal solche Phasen hier geben, wo dann einige Wochen, Schrägstrich Monate mal stärkere Preisrücksetzer zu vollziehen sind. Danach sieht es aber aktuell nicht aus. Gerade bei der Henkel-Aktie, wenn wir uns oberhalb hier von 110, 111 halten, ist das eigentlich eine relativ sichere Geschichte, dass der Markt wohl weiter steigt. Kritisch wäre es dann, wenn wir hier signifikante Zwischentiefs unterschreiten. Das wäre einmal hier das Tief vom 26. März oder auch hier so ein markantes Low vom 12.2. Da gilt es dann, wenn wir solche Supports brechen, nach unten hin zu schauen, wie sich das ausdehnen kann. Aber grundsätzlich alles im Flow und das zeige ich Ihnen jetzt auch nochmal mit diesem Rainbow, der sich hier in Guidance sehr schön einbauen lässt. Das sehen Sie bei fast jeder Aktie derzeit am Markt, die sich hier im HOS-Modus befindet und natürlich auch bei der Henkel-Aktie. Aber es ist einfach hier ein positives Trendmomentum aktuell zu sehen. Und erst auch, wenn der Rainbow wieder kippt, wie er zuletzt im Handelsjahr 2014, beziehungsweise hier hat er viel mehr Spinning vollzogen, also weder richtig auf noch richtig abwärts. Aber wenn der Rainbow hier so schön aufgefächert ist, dann kann man hier von einer gewissen Fortsetzungstendenz ausgehen. Also ganz, ganz runde Geschichte. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten. Die Marken haben wir benannt. Freue mich, wenn Sie am Nachmittag nochmal dabei sind. Bis dahin eine schöne Mittagspause und auf später, Ihr Christian Kämmerer.